Linguistik in 60 Sekunden. Nummer 14. Was ist das Stellungsfeldermodell? Das Stellungsfeldermodell macht die besondere lineare Struktur deutscher Sätze sichtbar. Hauptgliederungselement hierbei ist die sogenannte Satzklammer, die aus finiten und infiniten Prädikatsteilen besteht. Je nach Stellung des finiten Verbs wird zwischen Verb-Zweitsätzen, Beispiel 1, Verb-Erstsätzen, Beispiel 2 und Verb-Letztsätzen, Beispiel 3, unterschieden. Die Position vor der linken Satzklammer wird als Vorfeld bezeichnet, die Position zwischen der linken und der rechten Satzklammer als Mittelfeld. Das Mittelfeld kann aus mehreren Satzteilen bestehen. Die Position nach der rechten Satzklammer ist das Nachfeld. Die einzelnen Felder müssen aber nicht alle in jedem Satz realisiert sein. Neben der Nichtbesetzung des Vorfeldes und des Nachfeldes, Vergleiche 1, kann auch das Mittelfeld leer bleiben, Vergleiche 2. Und auch die Satzklammer ist nicht immer zweiteilig, da nicht jedes Prädikat aus einem finiten und infiniten Verbbestandteil besteht, Vergleiche 3. Da aber die Nichtbesetzung einzelner Felder und der Satzklammer relativ klaren Regeln folgt, können mithilfe des Feldermodells immer wiederkehrende Satzbaumuster aufgedeckt werden.